Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darkspace. Yay! Ja, wir haben hier alles fertig soweit. Vier Ender Eldritch Eye. Was wir dann noch machen müssen, ist ein wenig hier mitarbeiten. Denn dieser Helm soll das hier bekommen. Und zwar habe ich das hier drin gefunden. Schön hier bei Electromagic Tools, das ist ein Add-on für Soundcraft. Habt ihr auch schon öfter gesehen hier. Und da müssen wir hin. Aber wir müssen ganz von vorne anfangen. Mit Electric Googles. Wir machen also einen Diamanthelm. Redstone Repeater. Wir machen einfach mal das anders. Wie immer. Wir geben hier einfach mal Google ein. Und haben nichts. Weil ich das wahrscheinlich wieder falsch geschrieben habe. Ja, Doppel-G. Warum will ich das mit... Na, wahrscheinlich, weil ich an Google denke. Egal. Wir brauchen das hier zuerst. Also, wir brauchen einen Diamanthelm. Dankeschön. Wir brauchen Googles of Revealing. Ah, okay. Das war gleich hier so. Das Glas liegt da wie immer nicht rein. Warum haben wir? Ach, weil wir keins haben. Das ist ein guter Grund, dass es nicht reinliegt. Muss ich sagen. So, eins und zwei. Die müssen gleich wieder da rein. So. Nein, das habe ich hier reingeschmissen. Nee, brauchen wir doch. Wir müssen das ja. Ah nee, das ist doch hier im Worktable. Okay. Mit denen. So. Ach ja, wir brauchen dann noch RE-Batterien. Warte mal, die haben wir doch, glaube ich, als Rezept, oder? Battery, ja. Zwei Stück bitte. Dankeschön. Redstone Repeater. Machen wir gleich vier Stück. Keine Ahnung. Wir brauchen, glaube ich, aber nur zwei. Trotzdem, was ist das hier eigentlich? Magitech Googles. Ars Magica 2. Aha. Und wir brauchen noch ein Circuit. Start. Gucken wir mal, ob da irgendwann fertig wird hier. Das kann aus. Da ist er. Und da haben wir unsere Elektro-Googles oder Electric-Googles. Und die müssen wir jetzt verbessern. Zu wahrscheinlich Nanosuit-Googles. Na, das zeigt er hier drin nicht an. Okay. Hier haben wir sie. Da brauchen wir zwei Saumium-Plates. Electric Circuit. Dia und Gold. Und jetzt mal das Einfachste. Dias. Gold. So, was noch? Carbon Plate, noch ein Circuit. Ja, wir machen das mal anders. Die Sachen hole ich jetzt da und da kann ich mir jetzt reingucken. Wie weit er mit dem Craften ist. Carbon Plate. Machen wir gleich zwei. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Nein. Circuit. Und gleich zwei. Start. So, dann können wir hier nämlich reingucken. Da ist er gerade bei. Okay. Hier ist er auch gerade am Kabel machen noch. Dauert halt ein bisschen. Was ist das hier eigentlich? Sanguine Helm. Blood Magic. Und Engineer Goggles. No Crafting Job. Okay, das heißt, das hat er. Dann holen wir uns doch mal die Circuits und die Carbon Plates. Ne, zeig das auch nicht an. So, hier. Brauchen wir nur noch die Saumium Plates. Mal gucken, ob wir die Rezept für gemacht haben.
Destillatsuli, alles Mögliche, aber nicht das. Okay. Gib mir mal ein bisschen Saumium. Wo haben wir den Kompressor? Nee. Müssen wir, glaube ich, im Metal Former reinmachen, oder? Ja. Gib mir mal gleich eine, dann machen wir gleich ein Rezept für. So, eine Plate. Ein so. Und dann kommt das hier hinten rein. Haben wir das auch? Gut. Sonne kommt wieder rein. Die andere Plate müssen wir jetzt rausholen. War zu schnell weg. Dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Nein, wir brauchen noch einen Nanos zu teilen. Oh. Haben wir dafür ein Rezept? Ja. Was brauchen wir? Diamond Dust. Okay. Sonst haben wir alles. Nee, wir brauchen auch noch Pulverized Lead. Okay, zwei Sachen. Diamanten habe ich schon. Einmal Lead Ore. Nehmen wir einfach die. Nehmen die auch mal langsam weg. Obwohl, eigentlich könnte ich das auch hier unten machen. Dann kommen die gleich ins System rein. Wo denn? Hier. Segment, genau. Perfekt. Das wird jetzt gemahlen und kommt ins System. Das hätten wir eigentlich theoretisch. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, der kann das nicht, ne? Ich habe das nie da gemacht. Sondern immer hier beim Pulverizer. Machen wir 14. Wir werden bestimmt noch mehr brauchen. Wahrscheinlich werden wir nicht viele Diamanten übrig haben hier, deswegen sollte ich mal hier hin Sand holen. Na wohl, nein. Der doof. Wir brauchen das vor allem, aber den Sand mache ich auch. Dann kriegen wir noch ein bisschen Redstone wenigstens. So, hier kommt das schon mal rein. Den Sand dort rein. Wird dazu Dust verarbeitet. Gut, das sollte fertig sein. Und jetzt sollte das klappen. Nano-Suit Helm. Next. Oh, jetzt haben wir alles. Start. Kann das natürlich nur wieder ewig dauern. Gut, wenn der hier craftet. Oh, was soll denn an Essenz hier brauchen? Nicht viel, das haben wir. Gut, können wir weiter beim Craften zu gucken. Also für sowas finde ich das echt herrlich, ganz einfach. Ganz ehrlich. So, nicht ganz einfach. Einfach ist auch jetzt inzwischen. Aber echt sehr praktisch. Na, jetzt dauert das hier natürlich. Simplate. Und natürlich noch die Plates und die Plates herstellen. Dauert natürlich alles nur ein bisschen. Draußen wird geschrien. Finde ich auch gut. Oh, guck. Schon ganz schön viel hergestellt. Ja, das hier dauert natürlich. Das dauert auch, weil er dafür den Kompressor benutzen muss. Und das hat er schon fertig. Das ist gut. Den auch. Das hat er auch. Also er nähert sich so langsam dem vollständigen. Dass das vollständig ist. Hier ist der Kompressor. Ja, den müsste ich mal im Overclocker reinpacken. Ich glaube, so oft werden wir den gar nicht brauchen. Hm. Der ist jetzt auch schon fertig. Gut.
dann können wir jetzt craften. Yay. Beziehungsweise wir können jetzt unser Ding da erstmal reinlegen. So. Da zwei, da zwei, da oben zwei. Oh Gott. Hier, die waren hier unten. Die packen wir doch mal mit Carbon Circuit. Ja. Yeah. Carbon Circuit. Ja. Yeah. So. Wollte eigentlich noch Gold und der Helm, ne? Ja, Gold und Helm. Hier. Dort. Leg los. Dann hätten wir schon mal einen Nanosuit. Goggle of Revealing. Das klappt doch sehr gut. Und wenn wir das haben, dann müssen wir immer noch etwas anderes tun, bevor wir in die Dimension gehen. Tut mir leid, Leute. Es bleibt spannend. So. Ach, na wohl. Ich kann eigentlich da liegen bleiben, die brauchen wir. Da in der Mitte bestimmt. Ja. Dann brauchen wir den Quantum-Zupellen. Milch, auch schön. Nochmal zwei so Platten, Iridium und Forst. Okay. Machen wir doch schon mal das, was wir haben. Nämlich einen Diamanten. Hehe. Den Rest müssen wir uns wiederholen. So. Plate. Machen wir die. Machen wir zwei. Und Iridium und Force bauen wir eine. Bauen wir Iridium. Hm. Haben wir dafür kein Rezept reingemacht? Moment. Das war doch. So. So. Nein. Ah, ich weiß, wie das war. Muss wie viele, das weiß ich nicht mehr. Und dieses so. Kompressor war das. Wir testen das jetzt aus. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Okay. Dachte ich mir. Na, hier unten. Rezept ist fertig. Dann kann er Iridium herstellen. Falls wir das nochmal irgendwann benötigen. So. Einer. Ich beide auch. Plate. Die beiden nehmen schon mal raus. Eine herstellen. Beobachten wir mal wieder. Oh, läuft doch ganz gut. Jetzt, das hat er noch Mixed Metal machen. Damit er den anderen Blödsinn da machen kann. So, sehr schön. Also, das spart einem echt eine Menge Zeit und Arbeit, das Ding. Weil Zeit geht ja auch mal drauf, wenn man hin und her läuft. Sich überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich dies jetzt? Bam. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Milch. Ja, Circuit. Advanced Circuit.
Machen wir mal ein. Start, das soll schnell gehen, genau. Aha, anscheinend gibt es einen Mod-Creator, schreibt man gerade. Der gute Sascha, alias der Paragon. Finde ich gut. Kann man seinen eigenen Mod machen. Toll, toll. Wenn das dann klappt. Naja, schickt er mir den Link dazu. Den werde ich jetzt nicht angucken, weil ich gerade aufnehme. So. Und jetzt hatte ich mich durcheinander gebracht. Siehst du? So leicht oder so schnell bringt ein Pandas durcheinander. Was wollte ich denn machen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich muss mal reingucken. Ach, Milch, siehst du? Milch. Gott. Ja, und ich schreibe auch noch Milch. Ach. Englisch, mein Freund, Englisch. So, dahin. War die Milch, glaube ich, hier so. Richtig. Jo, dann den Helm, da unten die zwei. Ja, wir holen uns gleich raus. Das Circuit von dem gegenüber. Aber wo kommt der Helm dann hin? Hier unten war das. Habe ich mich jetzt irgendwie vertan. Ah, da habe ich mich vertan. Okay. Der kommt nicht dahin, der kommt dorthin. Gut. Helmchen. Du bist jetzt verändert. Ja, schön gegenüber. Und dann gucken wir mal. Wop, wop, wop. Falsches Ding. 25, 25, 25. Sollten wir eigentlich noch haben. Das auf jeden Fall. Da haben wir auch genug. Und von dem letzten. Oh, mehr als genügend. Leg los. Und dann haben wir endlich einen Helm, mit dem wir auch die Not sehen können. Also ein Quantum Suit Helm, mit dem wir die Not sehen können. Aber wie gesagt, das ist dann noch nicht das Ende der Vorbereitung. Bevor wir da reingehen. Denn wir müssen dann noch was anderes tun. Nein, ich meine nicht jetzt die Geier besiegen, um noch die anderen Items zu bekommen. Sondern wir werden unsere Sachen Soulbound machen. Falls wir daran sterben, dass wir die gleich wieder haben. Ich meine, vieles haben wir ja schon Soulbound. Aber eben noch nicht alles. Dankeschön. Und so sieht das jetzt aus. Quantum Goggles of Revealing. Hat sogar die E, die EU drin behalten. Wollte jetzt gerade MEU sagen. Aber sind ja nur EU. Finde ich gut. So. Dann ziehen wir uns das mal aus hier. Rüstung hier. Wir kriegen sogar einen Wiss-Discount hier. 8%. Wow. Ich glaube, Night Vision ist an, oder? Irgendwie ist das fehlerhaft. Wir müssen mal kurz. Weil er sagt 10 EU, 10 Millionen EU, aber er zeigt den Strich als leer an. Aha. Aha. Fehler. Er war doch leer. Verdammt. Aber das machen wir jetzt anders. Wir warten jetzt nicht hier, bis das voll ist. Wir machen das einfach da rein. Dann machen wir ein anderes Zeug. Wie mache ich das aus? Ah, jetzt ist es automatisch aus. Muss ich nachher gleich gucken, welchen Helm aufsetze. Weil Night Vision ist ein bisschen nervig. Was wollte ich machen? Achso, Soulbound. Wir brauchen Bücher. Book and Quill, genau gesagt. Eins. 2, 3,
viel für die Rüstungsteile. Oder nicht du. Gucken wir mal. Autosmelt, Protection, Fire. Ich weiß gerade nicht mehr, waren das Köpfe, was wir da brauchten. Aqua Affinity, Zones, Sharpness, Might, Bane Anthropodos, Looting, Effizienz, Unbreaking, Power, Fortune Punch, Flame, Infinity. Da kommt sie auch um Gegner drauf, das ist wieder oben drüber. Repair, Soul Bond daraus. Ah ne, wir brauchen hier Ender Crystal. Gucken wir mal, wie wir die herstellen müssen. Und wo wir den überhaupt finden. Nee. Auseinander? Ja. Ah, Vibrant Crystal und Enderman Soul Vial. Okay. Vibrant Crystal habe ich doch eingemacht, genau. 4 Stück. Start. Okay, das dauert ein bisschen. Kümmern wir uns währenddessen um die Enderman. 4 Stück. Nein, das sind 5. Einen wieder weg. So, machen wir hier mal die Zombies aus. Oh, schon wieder fast voll. Ja, die zwei da hinten sterben nicht, dich machen wir auch aus. So, sind die auch tot. Was bist du denn hier? Squid. Nein, Squid brauchen wir nicht. Oh. Wir haben unseren Yeta Wrench ja nicht mehr. Egal, kann ich dich hier mit abbauen? Jo. Natürlich geht er gleich da rein. Hm. Das ist der Nachteil an dem Vakuum rein. So, der Spawner kommt hier rein. Dann brauchen wir Enderman. Da. Capture. Ach, du hast schon einen drin. Wow. So, dann machen wir das mal an. Ich habe gar nicht gewusst, dass er schon einen drin hat. Wir gucken hier mal, was unsere Vibrant Crystals machen. Ah, da sind sie fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können da schon einen machen. Der captured hier noch rum. Ach ne, ich wollte erst hier bei diesen Obelisken mir das holen. Ach, man kommt da nicht ran, wenn er Vakuum hat. Das ist echt übel. So. Mit 48 Level haben wir schon mal. Klingt für mich ganz gut. So. Fertig. Aber gleich mal einen weiteren rein. Der ist auch fertig. Sehr schön. Kaufen wir wieder hier hinten. Alter. Hier hinten hin. Wieder einen rein. Perfekt. Da gucken wir schon mal hier rein. So. Das kriegen wir doch hin. Ach nee. Brauchen noch einen. Ach, den hat er schon. Ach so. Stimmt ja. Ich vergesse jedes Mal, dass die Items verschwinden, sozusagen. Also, die verschwinden ja nicht wirklich, aber dass er die gleich verbraucht zum Craften. Dankeschön. Wieder eins. So. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Enderman haben. Nein, doch nicht.
Hatte ich doch falsch gemacht. Aha. Na toll, müssen wir noch kurz warten. Lalalala. Warte, warte, warte. Eigentlich ist die Zeit schon wieder um. Würde ich sagen, machen wir das noch fertig und dann gehen wir in der nächsten Folge in die Dimension. Nicht mehr jetzt. Weil das bringt nichts. Dann seht ihr da vielleicht eine Minute von der Dimension und dann ist schon wieder vorbei. Das wäre ja doof. So, das haben wir. Die holen wir jetzt da rein. Müsste was essen eigentlich, aber das machen wir gleich. Und dann brauchen wir unsere Rüstung. So und so. Und das geht nicht. Mist, wir können die Quantum Suit nicht verzaubern. Oh, das ist natürlich doof. Also da kriegen wir keinen Soulband drauf. Na gut, machen wir die erstmal hier rein. Oder haben wir irgendwas anderes, was wir sichern müssen? Ja, den Ring. Dann machen wir das doch. Das geht auch. Lustigerweise. Was noch? Der ist, glaube ich, schon. Ja. Pouch sollte auch, genau. Das und das. Machen wir den einfach. Stuff. Brauchen wir eigentlich nicht, aber das haben wir die Bücher gemacht. Ah, siehst du, den haben wir auch noch nicht. So, jetzt ist er auch Soulbound. Gut, haben wir das. Gehen wir mal runter. Unser Ding sollte voll sein. Ja. Sehr schön. Noch ein bisschen aufladen. Dann gucke ich mal nach dem Knopf für das dämliche Night Vision, dass das ausgeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nachher in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss. Und dann gehen wir endlich in die Dimension. Yeah. Tschüss.